Circa 4 Kilometer von Neumarkt entfernt im nordöstlichen Zipfel des Flachgaus, an der Grenze zu Oberösterreich, liegt Straßwalchen. Der Ort ist ein Verkehrsknotenpunkt zwischen Salzburg und Linz sowie dem Innviertel und dem Salzkammergut. 1396 kaufte das Erzstift Salzburg den Markt Straßwalchen und das angrenzende Hochfeld vom bayerischen Hochstift Passau. Die Bayern sicherten sich dabei neben dem Mautrecht mitten in Straßwalchen ein kleines Territorium, das bayerische Platzl, auf dem heute das Gemeindeamt steht. Das führte nicht nur zu dem Kuriosum, dass an einem Ort bayerisches und Salzburger Recht Geltung hatten, sondern auch zu permanenten Streitigkeiten. Ein besonders archaischer Ort im Gemeindegebiet Straßwalchen ist das Hochfeld, ein bogenförmiger Höhenzug. Wir befinden uns jetzt da auf dem alten Hochfeld oder Hechfeld, hat es früher geheißen. Das war eigentlich der Namensgeber für unser Landgericht. Und zwar wie nach der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert sind die Bajuwaren ja eingedrungen in unsere Gegend und haben dieses Gebiet da, was man da jetzt sieht, rundherum besiedelt. Außer den Markt Straßwalchen, weil der Markt selber war ja mit keltisch-romanischer Bevölkerung besiedelt. Und da hat sich dann so ein echtes Urgericht, so wie es heute noch in der Schweiz gibt, in den verschiedenen Kantonen, ein altes germanisch-bajuwarisches Teiding ergeben und war dann eingeteilt in 4 Obmannschaften. Also die größte Obmannschaft war da unten, das Dorf Irsdorf. Das Wichtigste war eigentlich immer, dass man versucht hat, einen Kompromiss zu schließen. Was waren es? Ehestreitigkeiten, Grundstreitigkeiten, Viehhandel, der nicht funktioniert hat. Also alle diese gewöhnlichen Dinge im bäuerlichen Leben, falsch gewogen und so weiter. Und die Aufgabe des Richters war in der Regel, einen Kompromiss zu finden. Und wenn der geschlossen worden ist, wenn eine Einigkeit erzielt worden ist zwischen den Streitparteien, dann sind sie eben vor dem Richter und bei uns dann vor dem Birnbaum, wo die Richter gestanden sind, hingetreten und haben jeweils die Beilegung des Rechtsstreites mit einem Stein belegt und niedergelegt. Darum sagt man ja heute noch, wenn man gestritten hat, also legen wir einen Star drauf, dann alles vergessen, ist der Rechtsfriede ist hergestellt. Und das letzte Teiding war um 1679 hier herum auf dem alten Schrannenplatz. Unterhalb des stark bewaldeten Irsbergs in der Ortschaft Irsdorf steht eine in mehrererlei Hinsicht einzigartige Marienwallfahrtskirche. Diese Kirche gehörte einst zu den frequentiertesten Pilgerstätten der weiteren Umgebung. Vor allem die beiden Türflügel von 1408 am Eingang zur Kirche mit den Holzreliefs der schwangeren Gottesmutter und der ebenfalls schwangeren heiligen Elisabeth findet man sonst kaum wo. Wegen dieser außergewöhnlichen Darstellungen wurde nach Irsdorf gepilgert, um einen Kindersegen und eine gute Schwangerschaft zu erbitten. An der Stelle der Kirche dürfte sich vorher ein keltisches Fruchtbarkeitsheiligtum befunden haben. Mit der Christianisierung kam es zu einer Weiterführung durch den Marienkult. Das Innere der Kirche überrascht durch seine großartige barocke Ausstattung. Auf der rechten Seite befindet sich ein römisches Reiterrelief, das als Sockel für die Marienfigur dient.